Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV und wie schon gestern im Jens Raube Kanal angekündigt, diese Woche machen wir alles hier aus unserem Handelsraum, weil es ja so wahnsinnig wild an den Börsen zugeht. Ne? Alles Themen, die in dieser Woche von Interesse sind und klar, über was können wir hier beim Optionshandel sprechen? Wir müssen über die Short-Vola-Produkte sprechen, also es heißt XIV, SVXY und darum geht es jetzt hier im Video. Also sieht diese Woche alles ein bisschen anders aus, ne? Deswegen entschuldigt auch den Ton, das Licht. Darum geht es nicht. Es geht hier um das, was gerade passiert ist. Und das ganz große Thema diese Woche, vor allen Dingen für die Optionshändler, war natürlich der Anstieg der Volatilität. Und da spielen zwei Namen eine Rolle, nämlich einmal der XIV und einmal der SVXY. So, was sind die? Ganz einfach gesagt, könnte man sagen, das sind die Gegenstücke zum VXX. Ne? Und ihr wisst, beim VXX, das ist ein ETN, ein Exchange Traded Note, der versucht, die Volatilität abzubilden. Das gelingt ihm in der Regel nicht. Deswegen ist das auf lange Sicht gesehen ein schönes Ding, um Volatilität zu shorten. Aber manchmal, wie eben jetzt gerade in den letzten Tagen, besonders eben am Montag, da explodiert das Ding nach oben. Der ist halt immer die Futures long. Das heißt, den ersten und den zweiten Future ist er long. Und die anderen Produkte, XIV und SVXY, die sind eben genau das Gegenteil. Die sind diese Produkte immer short. Das heißt, die sind immer Volatilitätsfutures short. Und wenn natürlich dann sowas passiert wie am Montag, dass die Volatilität so wahnsinnig ansteigt, dann fallen die. Und diese beiden Indizes oder diese ETFs oder ETNs besser gesagt, ne, die sind ja am Montag dramatisch gefallen. Als zum Ende des Handels richtig viel Verkaufsdruck aufkam, als ganz viele Verkaufsaufträge kamen, schoss die Volatilität nochmal hoch und die mussten also fast alle Short Futures, die es gab, mussten von diesen ETN-Betreibern, das ist einmal Credit Suisse und einmal ich glaube ProShares für den SVXY, mussten gekauft werden und das hat diese Produkte wahnsinnig in den Keller gehen lassen, sodass besonders beim XIV, da hat es die Credit Suisse zumindest schon mitgeteilt, dass da das sogenannte Terminierung kam. Das heißt, der ist mehr als 80% an einem Tag gefallen. Ich glaube, am Ende waren es fast 90%, was er gefallen ist. Und damit wird er von der Credit Suisse geschlossen. Er wurde dann am nächsten Tag, also heute, wenn ich das Video hier aufnehme, es ist jetzt kurz vor 21.30 Uhr, er wurde heute überhaupt nicht gehandelt, bis vor kurzem. Also vor ein paar Minuten ging plötzlich der Handel wieder los, aber offizielle Verlautbarung ist, dass er aus dem Handel genommen wird, der XIV. So, jetzt gibt es auf den XIV keine Optionen und deswegen handeln viele Optionshändler lieber Optionen auf den SVXY. Und hier war es ja immer so, dass man gesagt hat, das maximale Risiko, was passieren kann, ist, dass das Ding auf Null fällt. Naja, und das ist jetzt fast passiert. Ne? Und was immer noch nicht so ganz klar ist, ob dieser SVXY auch quasi aus dem Rennen genommen wird, aber auch terminiert wird. Es gibt da zum aktuellen Zeitpunkt keine klare Aussage. Wir kriegen aber schon hier über Facebook, wir kriegen über E-Mails ganz, ganz viele Fragen rein zu dem Thema, wie wird er sich denn verhalten? Ne? Also was wird denn passieren mit meinen Optionen, die ich da habe? Und ich will euch das mal hier erklären, wie ich glaube, ich muss jetzt wirklich sagen, wie ich glaube, dass sich die Optionen verhalten werden, weil letztendlich, wenn er aus dem Rennen genommen wird, also das heißt, wenn er quasi für null erklärt wird, dann wäre es so, dass er sich genauso verhält wie eine Aktie, die bankrott gehen würde und wo man eben auch Optionen hätte. Der stand ja noch vor wenigen Tagen irgendwo im Bereich, ich glaube 130, 140 und jetzt aktuell, ich gucke mal hier so ein bisschen hinter mich, ob ich sehe, der müsste so um die 7 etwa sein. Ne? Also dramatisch, was der eingebrochen ist. Und stellen wir uns mal folgende Situation vor. Also du hast hier, der Markt läuft hier irgendwie so hoch und du schreibst hier bei 60 angenommen einen Put, okay? Weil du sagst, okay, wenn der auf 60 kommt, dann, normalerweise willst du einfach, dass die Prämie hier verfällt, aber bei 60 musst du dir jetzt mal überlegen, was machst du da eigentlich? Ne? Also jemand, der einen 60er Put geschrieben hat, der Strike ist jetzt willkürlich gewählt, der geht ja quasi ein Versicherungsgeschäft ein und zwar als Versicherungsgeber und sagt, okay, derjenige, der diesen Put gekauft hat, der erwirbt ja ein Recht. Und zwar erwirbt er ein Recht zu sagen, ich verkaufe meine SVXY zum Preis von 60. Das ist das Recht, was er sich erkauft, dafür bezahlt er eine Prämie.
derjenige, der das hier short ist, der übernimmt die Verpflichtung, das Gegengeschäft zu machen. Also zu sagen, okay, wenn das halt hier durchfällt und du willst, dass ich sie dir abkaufe für 60, okay, dann mache ich das Ganze. Jetzt passiert Folgendes. Das Ding knallt hier durch und ist bei 0. Angenommen, ne? Oder bei 4 oder irgendwas. Aber sagen wir mal, der ist hier bei 0. Was passiert jetzt? Der wird vom Handel ausgesetzt und du hast beispielsweise jetzt noch eine Option, die läuft bis, keine Ahnung, noch 3 Monate oder 5 Monate, aber das Ding ist aus dem Handel rausgenommen, gibt es nicht mehr. Ne? Was passiert dann mit deiner Option? Naja, überlegen wir mal. Der Käufer des Puts hat immer noch das Recht, an den Verkäufer des Puts, also an dich, seine SVXY zum Preis von 60 zu verkaufen. So, das heißt also, du musst ihm in dem Falle $6.000 geben, weil du bist diese Verpflichtung eingegangen. Und da spielt es keine Rolle, ob der Emittent dieses Produkts das Ding aus dem Handel nimmt oder nicht. Das ist halt einfach so. Das ist dein Business, was du machst als Verkäufer von Optionen. Und der, wenn es eine Aktie wäre, wäre es genauso. Du hast einen Put auf eine Aktie verkauft, die fällt auf null. Natürlich behält er sein Recht, weil man kann jetzt nicht sagen, ja okay, du hast zwar eine Prämie bezahlt, aber in diesem speziellen Fall nehmen wir dir dein Recht mal weg. Nein, das Recht besteht. Und das heißt also, du bekommst hier 100 Stück zum Preis von 0 von 60 eingebucht, die dann aber 0 wert sind. In der Realität wirst du wahrscheinlich gar nicht die Dinger erst reingebucht bekommen, wenn sie gar nicht mehr existieren, sondern die werden sie halt einfach an dem Tag, wo die aus dem Handel gehen, ist deine Option quasi $6.000 im Minus und das war's dann. Ja, also das hört dann auf, du bist $6.000 los und das war's entsprechend. Und damit müsste man unter Umständen jetzt leben, wenn eben hier dieser SVXY rausgenommen wird. Jetzt fragen ja auch schon viele, kann denn das auch passieren beim VXX? Naja, und da ist nicht so, das kann natürlich auch ein großes Problem werden, wenn der nach oben geht. Aber das Ding ist halt, wenn der jetzt sich verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht, dann nimmt ihn der Emittent nicht aus dem Handel raus. Ne? Weil der Emittent macht ja Folgendes. Der kauft permanent Futures und wenn die Futures steigen, dann hat er sein Produkt quasi seinen Zweck erfüllt. Das wird ja immer teurer, immer mehr wert. Das heißt, er hat ja kein Problem. Der Emittent hier, der nimmt ja sein Produkt raus, damit es eben nicht ins Negative fällt und er nicht in die Verpflichtung kommt, weil es eindeutig in den Bedingungen dieses Produktes ist geregelt, dass der Käufer, also der Käufer des SVXY oder des XIV, keine Nachschusspflicht hat. Das heißt, würde der ins Minus rutschen, ins Negative, was theoretisch möglich wäre, dann müsste der Emittent das tragen, das Risiko. Und weil der ja nicht blöd ist, sagt er sich, okay, da baue ich etwas ein, dass wenn der so und so viel fällt, kann ich den Handel aussetzen. Ja? Es werden viele sagen, okay, das habe ich aber gar nicht gewusst, das hat mir auch keiner gesagt. Provokant sage ich jetzt, du hast ja auch nicht gefragt. Ne? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir war diese Klausel bekannt, ich wusste das, aber selbst diejenigen, die sich den ganzen Tag mit Volatilitätsprodukten beschäftigen, sind davon ausgegangen, dass das nie passiert. Und interessanterweise ist sogar, man hat das mal ausgerechnet, ob das theoretisch möglich wäre. Und da hat man das verglichen mit den Dingen, die bislang passiert sind. Lehman-Pleite, ich glaube sogar 87er Absturz. Und haben gesagt, nein, da wäre es nicht möglich gewesen, weil die Volatilitäten damals nicht so extrem angestiegen sind. Und wir haben aber eben momentan eine Zeit, wo die Vola-Trades so riesig geworden sind, wo es so extrem große Trades in der Volatilität gab. Ne? Man hat Volatilität verkauft und gleichzeitig ist man long den Aktienmarkt gegangen. Das heißt, riesiges Hebelkonstrukt im Grunde genommen, was man da gebaut hat. Die Hedgefonds haben mitgemacht. Ne? Ich habe heute gehört, der erste Hedgefonds wurde auch schon liquidiert. Der hat gestern 65% seines Kontos verloren. Zugemacht heute gleich und deswegen ist einfach der Schwung, der hier reinkam, also dass der VXX so extrem nach oben geht, das hat man einfach nicht für möglich gehalten. Ne? Es war so ein theoretischer schwarzer Schwan, mit dem hat keiner gerechnet. Jeder hat gesagt, da kann die Vola mal ansteigen, ne? Und der SVXY. Ich habe selber noch gesagt, ich glaube am Montag oder so im Coaching, habe ich selber noch gesagt, naja, klar, der SVXY, denkt dran, kauft den nicht zu früh, der kann auch mal 70% fallen. Ich gebe aber ganz ehrlich zu, dass der 70, 80, 90% an einem Tag fällt, das hätte ich auch nie im Leben erwartet. Ne?
Und das heißt, wir alle sollten uns auch in Zukunft ein bisschen Gedanken um Volatilitätsprodukte machen, ein bisschen noch oder noch genauer hinschauen, etwas mehr noch darüber nachdenken, was wir da haben. Und ganz, ganz, ganz wichtig, eben wirklich auch immer die vermeintlich sicheren Trades nochmal untersuchen, ob sie wirklich ganz sicher sind. Positionsgrößen, ne, das wisst ihr, Mantra, Positionsgrößen beachten und eben uns auch wirklich bewusst machen, dass wenn man sagt, naja, okay, bei einem SVXY war ja immer das Argument gegen den VXX beispielsweise, der VXX kann unendlich steigen, der SVXY könnte ja nur bis auf Null fallen. Tja, jetzt ist es passiert, jetzt ist er bis auf Null gefallen. Ne? Und auf der anderen Seite muss man jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, das ist auch nichts anderes, als wenn du eine Aktie kaufst, weil die kann theoretisch auch bis auf Null fallen. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass wir nicht mit der Heftigkeit rechnen. Also selbst wenn du gesehen hast, wie die Telekom-Aktie von weit über 100 Euro auf 7,50 Euro gefallen ist oder wie eine Enron, eine WorldCom damals pleite gegangen ist, wie viele Aktien, wie Bear Stearns pleite gegangen ist, Lehman Brothers, ne? Dann hattest du Zeit. Das heißt, das ist nicht an einem Tag passiert. Hier ist es an einem Tag passiert, 90% Verlust, damit Ende Gelände. Und das heißt, wir sollten da in Zukunft ein bisschen genauer alle miteinander hinschauen. Und deswegen heißt es jetzt in dem Moment ein bisschen Wunden lecken, wer die hat, aber vor allen Dingen was draus lernen. Ne? Wirklich auch für uns was draus lernen, was können wir da hinnehmen. Nicht, was können wir da hinnehmen, sondern was können wir da rausnehmen, was können wir mitnehmen, um es für die Zukunft einfach für uns alle besser zu machen. Okay? So, wir schauen mal, wie sich das diese Woche entwickelt. Es wird bestimmt viele, viele Informationen noch geben zum XIV, zum SVXY. Und selbst derjenige unter euch, der nicht in diese Produkte involviert ist, ne, sollte die sich anschauen, sollte diese Informationen lesen, weil da kann man natürlich auch viele Rückschlüsse darauf ziehen. Und eins müssen wir uns an dieser Stelle immer wieder ganz, ganz bewusst machen. Emittenten, die uns Produkte verkaufen, ne, ETF-Anbieter, egal wer sie sind, werden immer, und das ist auch ihr gutes Recht so, das sollte ihnen auch niemand absprechen, die werden immer zuallererst an ihr eigenes Überleben denken. Und die werden nicht sagen, hey, wir haben hier ein Produkt und die Leute lieben es doch so und da müssen wir doch jetzt, nein. Die denken an allererster Linie an ihr eigenes Überleben und deswegen werden die gnadenlos solche Produkte einstampfen, keinen Handel anbieten, wenn es gegen ihre eigenen Interessen ist. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Ne? Wir haben gedacht, nach Lehman Brothers ist das alles vorbei. Nein, 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 das ist nicht vorbei, das gibt es immer noch. Und gerade wir Retailer, also das heißt wir Privathändler, sollten uns das ganz bewusst immer wieder machen, dass der andere, der uns ein Produkt anbietet, dass wir mit so einem Produkt immer Geld verdienen können. Ja, aber der andere schaut natürlich auch auf seinen persönlichen Vorteil. Das ist nichts Schlimmes, wir müssen es bloß bewusst machen. In dem Sinne, ich wünsche euch, ihr kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns auch diese Woche nochmal wieder hier auf YouTube. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg an den Märkten. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.